Mein Interesse für Mode und Design kam schon aus meiner Kindheit. Also ich habe mich gerne verrückt angezogen und dann nach der Schule habe ich eine Schneiderlehre gemacht im Handwerk. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich denke, was uns alle verbindet oder was die Mitarbeiter bei Esprit mitbringen, das ist eine Offenheit, eine ja wirklich Natürlichkeit. Es gibt verschiedene Arten, wie Kandidaten sich ausdrücken. Das ist immer sehr, sehr interessant, auch darauf zu achten. Ich finde, gerade im Bereich Design ist es ja super wichtig, auch visuell überzeugend zu sein. Und ich finde, da ist ein LinkedIn-Profil wichtig und muss eigentlich. Wenn ich die Zusagen gebe oder jemandem ein Angebot ausspreche, dann bin ich selbst manchmal ganz schön aufgeregt, gerade wenn es ein gutes Interview war. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich angerufen wurde, in der U-Bahn in Berlin, und dann bin ich sofort aus der U-Bahn raus und ich habe mich super erleichtert gefühlt. Wenn ich dann denke, ja, ich habe mich auch für denjenigen eingesetzt und die Person fühlt sich hier wohl, und das ist schon auch ein tolles Gefühl für uns. Für mich ist Esprit auf jeden Fall eine der wenigen Unternehmen, die es geschafft haben, über so viele Jahre relevant zu sein und immer wieder die Menschen ja anzuziehen. Und für mich ist es einfach eine tolle Chance, da jetzt Teil von zu sein.